Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind wieder auf dem BBC Micro und das ist Green Barrett. Und gibt es eine schlechtere Green Barrett Version als auf dem MSX? Ich bin gespannt. Ich sage ja. Alter. Ach, du Scheiße. Komm, ich halte das aber länger durch als eine Minute. Okay, Special Moves und sowas gibt es natürlich nicht. Also einen Flammenwerfer und sowas gibt es wahrscheinlich nicht. Dann brauche ich dich wahrscheinlich auch nicht fragen, ob es gleich die Minen gibt, ne? Das schlimm. Alter. Boah. Also die MSX-Version tut ja schon richtig weh. Ich glaube, es gibt noch eine C16-Version. Die ist, glaube ich, auch so qualitativ so richtig gut. Ja, und für alle Amis, die mal wissen wollen, was sind das für ein Game? Das hab ich doch immer gesehen. Ja, bei euch heißt es ja auch Russian Attack. Ist klar. For the Americans. Ja doch, die C64-Version war doch richtig gut. Definitiv. Und ich glaube sogar auf dem Specki war das okay. Also die C64-Version war doch richtig gut. War wirklich richtig gut. Ich weiß schon, was ihr haben wollt. Wir sollen mal eine Green Barrett-Stunde machen mit allen Versionen, ne? Ja, wie gesagt, die NES-Version mit Russian Attack, die ist natürlich auch in Ordnung. Da kann man sich auch nicht beschweren. So, hier würde sonst der... Da käme sonst der... Ich fange immer von vorne an. Hier gibt es keine... Safe-Punkte. Alter, das ist jetzt ein Witz, ne? Das heißt, das muss man in einer Session durchspielen? Sind die bescheuert? Sind die bekloppt? Alter, ohne Checkpoints? Sind die irre? Boah, ist das eine Katastrophe. Das lustigerweise, dass es spielbarer ist als Kommando, das mag man gar nicht glauben. Oh. Ist eine super Version, ne? So. Oh. Ich möchte hier auch, ehrlich gesagt, den Kampf gegen den, was ist, das ist nicht der Hubschrauber, ne? Das ist, was ist der erste Kampf? Ist das der Panzer? Also pro Level gibt es auch einen Endgegner. Den möchte ich mir hier gar nicht vorstellen. Oh! Checkpoint! Wow, sensationell! Es gibt also doch Checkpoints. Nur nicht so viele. Aber jetzt müsste eigentlich wieder sagen hier,
Bruce Lee ist richtig gut. Gut. Notiert. Ich frag mal so, wollt ihr noch weiter was davon sehen? Ihr könnt noch mal gucken, wie es aussieht. Ich habe jetzt schon mal ein Nein. Mal gucken, wer jetzt absichtlich Ja sagt. Das zweite Nein? Ist nicht wirklich gut, der Titel. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Der Leikolaf sagt, ja, komm. Dann extra für den Leikolaf kommen, machen wir noch mal ein paar Minuten. Ich wahrscheinlich, wenn ich so völlig bekloppt bin, ich schaffe wahrscheinlich sogar noch den ersten Level, ey. Weil schwierig ist das Spiel nicht. Ja, ich glaube jetzt mal ernsthaft, ich glaube, die Bonusminute hat jetzt auch gereicht. Dann gucken wir uns mal wieder was hoffentlich Besseres an. Bis gleich.